In dieser Reihe geht es um Botschaften der Bibel und wir fangen in der Folge jetzt mit der Grundbotschaft der Bibel an. Viele Predigten über dieses Thema, die erschlagen einen ja förmlich mit Bibelversen, Auslegungen, Verweisen und so weiter. Ich werde heute versuchen, die Botschaft, wie ich sie verstehe, die Gott in der Bibel seinen Geschöpfen mitteilen möchte, kurz und bündig verpackt wiederzugeben. Und in den weiteren Folgen gehen wir dann auf Einzelheiten genauer ein. Beginnen möchte ich mit einer Frage an euch, und zwar: Was ist der Sinn des Lebens? Viele denken jetzt bestimmt an Sachen wie Reichtum, Sicherheit, vielleicht im Alter ein Reihenhäuschen zu besitzen, immer das neueste Auto zu fahren. Andere wiederum eher an emotionale Werte wie Ruhm, Anerkennung, Glück, Ehre, Stolz. Ich meine, der Grund, wofür wir erschaffen wurden, ist ein anderer. Der Sinn des Lebens ist die Gemeinschaft mit Gott. Gott hat jeden Menschen genau in den Mittelpunkt, also im Zentrum seines Herzens, sagen wir mal, ein Puzzlestück geschnitten, welches exakt auf ihn ausgemessen ist. Durch die Sünde kam Trennung von Gott in diese Welt und dieses Stück wurde freigelegt. Wir merken das und empfinden Sehnsucht danach. Wir empfinden Sehnsucht nach Gott, aber unser Stolz, der lässt uns überall den Grund dafür suchen, nur nicht bei der wahren Ursache. Jeder versucht, diese Sehnsucht auf eine andere Art zu stopfen, mit allem, was einem gerade so in den Sinn gelegt wird. Der eine, der schlendert von einer Feier zur nächsten, der andere nimmt jegliche Drogen, um ein Glücksgefühl zu erhaschen, und wiederum ein anderer geht Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen, um den Kick zu bekommen. Es ist wie ein Stöpsel in der Badewanne, der entfernt wurde. Wenn du die Wanne mit einem nicht passenden Stöpsel versuchst zu schließen oder zu stopfen, dann kannst du Wasser hineinfüllen, solange du willst und so viel du willst. Es läuft immer wieder ab und entleert sich. Das Gefühl, was uns da angeblich fehlt, wenn wir es dann mit irgendeiner Sache gestopft haben, ja, diese Befriedigung, die lässt wieder nach, sie verblasst. Oder um im Gleichnis zu bleiben, das Wasser, das fließt wieder ab. Die Seele vertrocknet zusehends und wir versuchen, unsere Sehnsucht wieder mit anderen Sachen zu stillen. Brauchtest du gestern noch einen Joint, sind es übermorgen schon zwei. Bist du heute noch 5 Meter Freestyle geklettert, da brauchst du morgen schon 8 oder übermorgen 20 Meter, um einen ähnlichen Kick zu bekommen. Hattest du gestern noch eine Frau pro Wochenende? Und so weiter und so fort. Meistens ist es sogar so, also man geht abends voller Vorfreude auf eine Party, wenn man sich davon Erfüllung erhofft. Man denkt, das brauche ich jetzt, genau das hat mir gefehlt. Und wenn man dann morgens aufsteht, dann geht es einem schlechter als am Tag zuvor, vor der Party. Und nicht nur wegen dem Kater, sondern man erkennt die Leere, die ist noch da. Es war nicht die Party, die mir gefehlt hat. Die Menschen erhoffen sich Erfüllung in weltlichen, vergänglichen Dingen. Diese Menschen oder diese Dinge, die können die Sehnsucht, die Gott in unser Herz gelegt hat, aber nicht stillen. Nichts auf dieser Welt ist so geformt wie das leere Puzzlestück in unserem Herzen. Es bleibt immer noch irgendwo eine Lücke frei, wodurch dann das Gefühl von Neuem beginnt sich zu entfalten. Das Gefühl der Leere, der Hoffnungslosigkeit, der Sinnlosigkeit. Die Frage nach den Antworten, die einem auf der Seele brennen. Das Warum oder das Wohin. Dieses Gefühl hört erst auf, wenn der Stöpsel seinen Platz wieder eingenommen hat. Wenn das Schiff in seinen Zielhafen gefahren ist oder direkter formuliert, wenn Gott seinen verdienten Platz in unserem Leben wieder eingenommen hat, dann kehrt endlich Ruhe in unserem Herzen ein. Wir sind nicht mehr der Vogel, der ziellos in seinem Käfig hin und her fliegt, ohne Rast zu finden. Wir können uns endlich auf der Stange im Käfig hinsetzen, zur Ruhe kommen und durchatmen. Gott hat also schon bei der Schöpfung, als er unser Herz schuf, hat er schon dafür gesorgt, dass wir ihn, ich sag mal, suchen müssen. Also Gott sei Dank dafür. Gott ist der Schrei in uns, der uns nicht loslässt, der uns immer wieder von unserem hohen Ross herunterholt und fragt: Ist das das, was du willst? Kann denn das wirklich alles sein? Gott hat uns erschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, enge Gemeinschaft. Das ist der Sinn unseres Lebens. Schon in den ersten Kapiteln des Alten Testaments können wir das herauslesen. In 1. Buch Mose 3, Vers 8 heißt es: Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn.
der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Hier ist die Szene unmittelbar nach dem Sündenfall beschrieben. Also in der Kühle des Tages, als der Tag kühl war, da wandelte der Herr im Garten. Meiner Meinung nach kannten Adam und Eva es bereits. Also sie waren nicht erstaunt darüber. Ja, okay, die haben sich aus einem anderen Grund versteckt, aber zumindest die Tatsache, dass Gott dort war, hat sie nicht wirklich verwundert. Ich denke, nach getaner Feld- und eventuell Hausarbeit Adam und Evas ging der Herr regelmäßig mit den Menschen im Garten umher und verbrachte Zeit mit ihnen. Er redete mit ihnen und sie tauschten sich aus. Vielleicht genossen sie auch einfach nur die Zeit miteinander und lagen auf der Wiese, wer weiß das schon. Adam und Eva hatten also regelmäßigen, persönlichen Kontakt zu ihrem Schöpfer. Auch in der Offenbarung sehen wir das übrigens, dass es später auch wieder so sein wird. Also auch wenn der Sündenfall nun eingetreten war, nach Adam und Eva, hieß das aber auch nicht, dass Gott sich dort von allen Menschen völlig distanziert hatte. Die Menschen, die ihn suchten, denen offenbarte er sich weiterhin. Auch bei der Beziehung zu Mose sehen wir dies. In 2. Buch Mose 33, Vers 11 heißt es: Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Der Herr redet von Angesicht zu Angesicht mit Mose, wie mit einem Freund? Also jeder von euch, der hat, ich denke mal, viele Bekannte, aber nur einige wenige Freunde. Was zeichnet einen echten Freund aus? Also ich würde sagen, dass sie sich kennen. Sie kennen sich sehr gut. Freunde kennen sich. Heutzutage höre ich auch öfter den Begriff Seelenverwandt, der manchmal missbräuchlich verwendet wird, aber im Grunde genommen ist er zutreffend. Freunde reden über alles. Sie vertrauen einander alles an, vertrauen dem Gegenüber blind und freuen sich auch auf die gemeinsame Zeit, die sie miteinander verbringen können. Auch Abraham kam laut dem Jakobusbrief in diesen Genuss. In Jakobus 2, Vers 23 lesen wir: Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht: Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Auch Abraham war ein Freund Gottes. Wie sieht das aber mit uns aus? Was möchte Gott von uns? War das damals bei Adam und Eva oder bei den Patriarchen so und heute anders? Ist das der alte Bund und leben wir heute unter dem neuen in einer anderen Beziehung zu Gott? Ich sag nein. Gott ändert sich nicht, weder sein Wesen, seine Eigenschaften noch seine Versprechungen uns Menschen gegenüber. Gott möchte auch zu uns eine persönliche Beziehung aufbauen. Er möchte, dass wir uns an ihn und nicht an Menschen wenden. Dass er, dass Gott unser bester Freund wird. Als ich zum Glauben gefunden habe, da habe ich natürlich auch das erste Mal bewusst einen Gottesdienst besucht. Und am Anfang habe ich mir auch verschiedenste Gemeinden angeguckt und ein paar Lehren so hinterfragt, angehört und so weiter. Zwei Punkte haben mich dabei ein bisschen erschrocken. Und zwar zum einen, welche Einstellung viele der sogenannten gläubigen Christen aus dem Gottesdienst herausgehen. Ich sage mal, das ist eine Medaille mit zwei verschiedenen Gesichtern. In der Gemeinde Hui, außerhalb Pfui, sonntags 2 Stunden sich beherrschen und die restlichen 22 Stunden und volle 6 Tage die Sau rauslassen. Also ich persönlich hatte den Eindruck, dass die Kirchenbesuche zur reinen Tradition geworden sind und die Ehrfurcht vor Gott nur geheuchelt war. Und zum anderen haben mich auch die Lehren der verschiedensten Gemeinschaften etwas irritiert. Also viele richten ihren Fokus auf diverse Lehrmeinungen, Bibelauslegungen oder Oberflächlichkeiten, anstatt Jesus im Zentrum ihrer Lehre zu setzen. Man sieht das auch schon an den Namen der vielen freievangelischen Gemeinden. Achtet mal auf den Namen und ihr werdet sehen, auf welchen, ich sag mal, Unterpunkt sie den Fokus setzen. Christus sollte der Hauptpunkt, die Überschrift, das Haupt der Gemeinde sein. Aber das habe ich dort nicht so empfunden. Das soll heute nicht das Thema sein, nicht das Hauptthema. Den einen oder anderen Punkt werden wir auch später in separaten Videos nochmal etwas genauer anschauen. Heute geht es ja um die Beziehung zu Gott und ich frage euch jetzt auch, wo ist der Unterschied zur Beziehung zu Gott, die er für uns vorgesehen hat und der, die offen in vielen Gemeinden vorgelebt wird? Also es geht nicht um die Werke, die wir tun, um damit unsere Sehnsucht nach Religiosität zu stillen oder ähnlichen. Es geht darum, ob wir Gott mit reinem Gewissen unseren Freund nennen können.
ob wir mit allen Problemen zu Gott kommen, statt Menschen die Ohren voll zu heulen, die uns sowieso nicht helfen können. Ob wir Gott so gut kennengelernt haben, dass wir anfangen, ihn zu verstehen, seine Stimme in unserem alltäglichen Leben hören, wenn er uns warnt oder uns zu etwas bringen möchte. Ob wir uns ihm völlig übergeben, jeden Bereich unseres Lebens, uns ihm völlig ausliefern, seinen berechtigten Herrschaftsanspruch auf unser komplettes Leben nicht nur akzeptieren oder tolerieren, nein, wenn wir diesen Herrschaftsanspruch sogar wünschen. Ob Staatsmann, Spitzensportler oder Reicher, ob stark, hübsch oder wohlhabend, ob intelligent oder begabt, Gott interessiert es zu sehen, ob wir uns ihm unterordnen, ob wir ihn anerkennen, ob wir alles von ihm erhoffen und uns nicht auf unsere eigene Begabung verlassen. Das ist der Punkt. Keine Werke aufgrund religiöser Verpflichtung, sondern Nachfolge, aufgrund vollkommener Überzeugung, vollkommen abhängig zu sein und das vom einzig Gerechten, vom Alpha und Omega, von der vollkommenen Liebe. Von dem, der nichts Schlechtes für uns will, sondern der alles zum Guten für uns wendet. Auch wenn das vielleicht im ersten Moment nicht immer so für uns aussieht. Wir können 3000 Mal in unserem Leben eine Messe besucht haben und Oblaten bis zum Erbrechen gegessen haben. Wir können auch 300 Mal die Möglichkeit gehabt haben, dem Papst oder irgendeinem Pope die Hand zu küssen und uns vor irgendeinem Bild niederzuknien und das dann auch wahrgenommen haben. Wir können auch ein Kreuz seit unserer Kindheit unser eigen nennen und unter dem Hals hängen, damit duschen und sonst was tun. Wir können auch, seitdem wir denken, in der Gemeinde gemeinnützige Arbeit verrichten, wenn unsere Beziehung zu Gott nicht stimmt. Da bringt uns das alles rein gar nichts, 0, nix. Aller äußerer Schein ist nur Lug und Trug, denn Gott erforscht unser Herz. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir können im Namen Jesu sogar wahre, reelle Wunder vollbringen. Wir können zum Beispiel einen Blindgeborenen, dank Jesu Kraft, die wirklich da ist, wir können diesen Blindgeborenen heilen. Wir können ihm sein Augenlicht wiedergeben. Auch dies könnten wir tun. Es würde uns aber nichts helfen. Hören wir, was Jesus selbst dazu sagt, in Matthäus 7, Vers 21 und folgende. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, der wird in das Himmelreich eingehen, sondern der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Zwei Kernaussagen. Ins Himmelreich kommt der, der den Willen Gottes tut. Und ins Himmelreich kommt der, der Jesus kennt. Natürlich kennt Jesus jeden von uns. Er weiß sogar schon, bevor wir geboren werden, wann und wie wir sterben werden. Er zählt die Haare auf unseren Kopf. Das ist nicht der Punkt. Es geht um die Beziehung zu ihm, die wir eventuell nie in unserem Leben gesucht haben. Wir verlassen uns zu sehr auf uns selber und auf Traditionen, die das Heil versprechen, als auf den Schöpfer selbst, und zwar nur auf ihn. Bei Adam und Eva wird das Wort erkennen oder erkannt zum allerersten Mal gebraucht. Und zwar in 1. Buch Mose 4, Vers 1 steht geschrieben, und Adam erkannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Auch hier sieht man das Prinzip. Also es geht hier nicht um den sexuellen Aspekt, sondern darum. Adam und Eva waren ein Fleisch, sie waren sogar aus dem gleichen Fleisch. Sie hatten eine Gemeinschaft miteinander, die heutzutage wohl kein Ehepaar mehr hat. Und genau in diese Beziehung, die Adam und Eva miteinander hatten, möchte Gott mit uns treten. In 1. Johannes 5, Vers 12 steht, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Einfacher geht's da wohl nicht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Es geht nicht darum, von ihm gehört zu haben oder gut zu finden, was er hier auf der Erde gemacht hat. Du sollst kein Fan von Jesus sein, du sollst sein Nachfolger sein. Er ist der Weinstock und du die Rebe. Nur verbunden kannst du Frucht bringen, gute Frucht. 1. Johannes 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist, wie Jesus gewandelt ist. Es geht darum, ihn sein Eigen zu nennen, seine Charaktereigenschaften, sein Wesen in sich zur Ausprägung zu bringen. So zu leben, wie er gelebt hat, und zwar 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Und das auch noch aus Überzeugung. In einer solchen Perfektion wie Jesus werden wir das wohl niemals schaffen. Aber der Kern ist, der Wille, der Sünde abzuschwören,
die Sünde zu hassen, weil Gott sie hasst. Auch wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen und wir sollen überwinden. Alles, was gegen Gottes Geist arbeitet in unserem Leben, aus unserem Leben verbannen. Und glaubt mir, es ist dank Gott möglich. Es ist zwar sauschwer, aber möglich. Ich bin bei weitem nicht perfekt, bei weitem nicht. Aber wenn ich überlege, wo mich Jesus vor ein paar Jahren abgeholt hat und dahin zurückblicke, hätte ich niemals gedacht, dass ich mich auch nur annähernd so verändern könnte. Ohne die Kraft Jesu ist es unmöglich. Für uns ist es unmöglich, für Gott jedoch ist nichts unmöglich. Wir müssen nur zu ihm kommen und uns dafür Kraft abholen. Wir sind alle wie Nomaden in der Wüste, die sich an einer Oase niedergelassen haben und dort das Lager aufschlagen. Die Sonne brennt uns den ganzen Tag auf den Kopf und wir drohen zu verdursten und zu sterben. Wasser, das uns stärkt und durch den Tag bringt, ist direkt in der Nähe, direkt neben uns an der Oase, nur ein kleiner Fußmarsch entfernt. Wenn wir diesen kleinen Weg gehen, überleben wir nicht nur, wir bekommen auch für den weiteren Tag neue Kraft, die uns stärkt und voranbringt. Das einzige Problem, wir müssen hingehen. Wir müssen uns regelmäßig an dem Wasser stärken und aktiv werden. Jeden Tag müssen wir im Gebet zur Quelle des Wassers kommen, zur Quelle des lebendigen Wassers. Schon bevor der Tag beginnt, müssen wir uns für die kommenden Ereignisse stärken. Wenn wir uns kein Wasser holen, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn wir keine Kraft haben und am Ende vielleicht sogar verdursten, wenn wir sterben, geistig sterben. Johannes 1, Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Gott ist das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Wenn wir zulassen, dass dieses Licht in unserem Leben die Finsternis vertreibt, wird es für immer hell bleiben. Da wo Licht ist, da kann gleichzeitig keine Finsternis sein. Das Licht vertreibt die Finsternis. Oder habt ihr schon mal in einem dunklen Raum eine Kerze angezündet und es blieb trotzdem stockfinster? Lassen wir Jesus also heute, hier und jetzt in jede kleinste Ecke unseres Herzens eintauchen und die Finsternis hinwegnehmen. Lasst uns ihn unser ganzes Leben anvertrauen und unser Leben leiten lassen, damit Jesus auch uns seine Freunde nennt. Alles andere ist Nebensache, um alles andere kümmert er sich. Johannes 15, Vers 14: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Lasst uns dazu Amen sagen. Zum Abschluss noch eine, ich sag mal, moderne Auslegung des 24. Psalms aus dem Buch Nachdenken über Psalmen. Unser ganzer Planet gehört Gott. Dieser ganze Planet, der dritte im Kreise um die Sonne, mit seiner faszinierenden Oberfläche, mit seinen Bodenschätzen, mit seinem Reichtum an Tieren und Pflanzen. Dieser Planet wurde von Gott geschaffen, herausgelöst aus dem unendlichen Raum, mit seinen Sonnen, Asteroiden und Spiralnebeln, herausgelöst aus dem Nichts. Aus dem Nichts, das sich für Licht Jahrtausende erstreckt, hat er sie zur Erde werden lassen, zu einer Heimat für uns. Wer kann diesem Schöpfer begegnen? Wer kann zu ihm reden? Wer kann eine Antwort erhoffen? Nur der, der Gott sucht und bereit ist anzuerkennen, dass Gott ihm vergeben muss, weil er sich von Gott gelöst hat. Nur der, dem Gott vergibt, der sich nicht mit Gewäsch und billigen Entschuldigen zu rechtfertigen sucht. Nur der wird frei sein von seinem schlechten Gewissen. Frei, nicht durch Abhärtung oder Abtötung des Gewissens, sondern durch Vergebung und Überwindung. Dieser Mensch sucht Gott und findet ihn, und er wird von Gott gefunden werden. Wenn du daran Interesse hast, dann bereite dich vor, weil Gott schon längst fertig ist und zu dir kommen will. Mache dich fertig für diese Begegnung, die mehr ist als alles, was du kennst. Weil dieser Gott, der Schöpfer des Weltalls, zu deinem persönlichen Freund wird. Sprich mit ihm,